Ja, und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 358 or 2 Days. Und wir hatten ja so eine kleine Niederlage gegen Shion ja im letzten Part gehabt. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen mehr Vita reingepackt. Ich glaube so 23. Ja, könnte knapp werden, ist immer noch ganz schön wenig. Ich weiß ja nicht, ob 23 Vita, Stufe 5 auch noch, ob das wirklich reicht. Vielleicht hätte ich doch lieber 50 reinmachen sollen, aber dann wäre es ja immer noch ein bisschen wenig. Oh ja, genau, ich habe das Schlüsselschwert dann noch geändert. Ne, Sarkasmus und so, ihr versteht schon. Ja, genau, habe nämlich alle drei Fähigkeiten-Einheiten gemacht und zwei Energieeinheiten. Ja, und dann versuchen wir es gleich jetzt nochmal. Und ja, fangen wir mal an. Also jetzt sollten wir uns eigentlich deutlich besser schlagen. Die Tränke habe ich jetzt auch komplett rausgenommen, weil die haben die haben gar nichts gebracht. Die Tränke bringen auch nicht viel bei Kingdom Hearts, sobald man die Heilung hat. Also außer Final-Elixier, das ist geil, aber das soll man auch sich wirklich aufsparen. Oh, ja, was jetzt auch schon. Ja, das ist doch schöner Schaden. Na gut, sie macht auch schönen Schaden, aber hier haben wir schon mehr Schaden gemacht. Und man, ich glaube, war immer so schnell an, vor allem in der ersten Phase. Das ist in der ersten Phase ein bisschen schwieriger, dass sie immer so unvorhersehbar angreift. Deswegen soll sie mal langsam mal wieder fliegen. Das macht sie jetzt auch. Weil da kann man nämlich ja, besser Kombos landen auch. Ja, na gut, das kann sie aber das hier machen. Oh! Hier sieht das ja doch ganz schön aus. Aber durch das Schlüsselschwert können wir auch, wenn wir uns heilen, ja, dass sie. Also, oder allgemein, wenn wir Magie benutzen können, dabei ist nicht mehr unterbrochen werden. Ja, doch, das sieht doch gut aus. Ja, hat schon. Ja, haben wir noch mehr Zelda-Rubine verloren. Nee, das wird nichts. Tschüss, da fliegst du wieder hoch in die Lüfte. Ach, hier ist. Ja, okay, sauer. Jetzt haben sie. Das konnte sie irgendwie davon ablenken. Das hat sie sich vom Herrscher des Himmels abgeguckt, diesen Move, wo sie auf einen zufliegt. Den werde ich auf keinen Fall im Herausforderungsmodus machen. Ich habe zwar gesagt, ich wollte zwar so anspruchsvollere Bosse nochmal möglichst machen. Was? Ach nee! Ja, das mache ich jetzt halt sich und mach das mal. Ja, und tötet einen erstmal noch gleichzeitig. Das ist so dreist. So asozial. Ja, schon das Auto-Recovery weg. Das ist schon mal. Das ist richtig scheiße. Das hätte ich noch unbedingt gebraucht. Naja, aber wir haben noch genug ja, Heilung. Ja, na, jetzt machst du den Mist. Ja, so, sehr gut. Ja, okay, das jetzt nicht, aber gleich ist sie eh down. Vielleicht habe ich hier Triple nicht umsonst nochmal die dabei. Kann ich auch mal mehr spammen. Auch Eis mal. Eis weiß ich, Eis unterschätze ich irgendwie so oft. Dass eigentlich eine verdammt gute Magieart ist. Oh nein! Ich wollte eigentlich gerade blocken. Okay, die heilt sich jetzt. Aber macht sie nicht. Ein bisschen sozial ist sie ja noch. Naja, da kommst du. Aber ich kann auch irgendwie nicht komplette Combo blocken, das ist voll komisch. Aber ich dachte, oh egal, ich will es nämlich. Ich mache jetzt einfach so fertig. Weil diese Phase will ich so schnell wie möglich übersprungen haben. Ja, und dafür ist ja dieser Limitbrecher perfekt. Ah ne, jetzt macht's aber den Mist. Ah, komm, sie wieder abhauen. Ah, oh, wie fies!
Ja, komm. Ja, mach da deinen tollen Angriff und jetzt komme ich hier wieder. Ja, hier ist auch die Kombo ein bisschen kürzer als mit dem anderen Mod. Dem, ich glaube, Zero-Mod war das, ja. Ja, die, das ist, ja, jetzt ist eh wieder die dumme Phase, wo die ja ständig das hier macht. Ich hasse es, wenn die so, ja, nur das Gleiche macht. Nein, ich hätte nicht so, ja, ich hätte lieber ein bisschen weniger Schaden machen sollen. Haben sich auch weniger Schaden bekommen. Aber noch haben wir genug Heilung. So. Ja, ein paar merkwürdige Hits müssen auch mal dabei sein. Die ich vielleicht auch mal ausrüsten sollte, um das eins. Jetzt block doch mal. Die greift aber auch so viel an. So oft meine ich. Ja, genau. Das ist. Jetzt ist perfekt. Jetzt wollen wir die jetzt gerade noch diese komische Rückwärtsrolle da machen. Ja. Hm. Genau, auch noch ein Crit dabei. Sehr gut. Mal kurz heilen. Und jetzt schnell in der Rolle weggehen. Einmal die Invisibility ausbenutzen. Ausnutzen. Ne, weil Invisible. Doch. Doch, ist sogar ein logisches Wort. Ne, Invisibility ist, glaube ich, unverwundbar, ne? Oder, nee, unsichtbar. Obwohl, nee, ich meine, aber Invisible war aber auch unverwundbar, meine ich. Ach, egal, ist jetzt auch egal. Jetzt auch völlig das falsche Thema. Ach, ich vergesse, was sie ja noch einen vierten Angriff macht. Mann. Ja, und jetzt Schild. Naja, aber solange sie überhaupt noch was abgezogen bekommt, ist ja gut. Aber es ist eben wenig. Also hier muss man vielleicht wirklich ein bisschen mehr sogar gelevelt sein. Oh. Oh. Ja, und einmal heilen. Halt so nice, dass man mit Heilen auch blocken kann. Nicht so wie sie sich auch noch, die sich erstmal heilen kann und auch noch einen töten kann dabei. Das wäre natürlich noch geiler gewesen. Aber da ist sie nicht der Einzige, die das kann. Es gab nämlich noch bei Mega Man ZX, das hat den Secret Boss Omega, der konnte auch sowas. Der konnte so eine Aura machen, wenn er sich heilt und ja, und wenn man diese Aura reinläuft, dann kriegt man dann auch noch Schaden und der, ja, der ist eben dadurch geblockt auch noch. Also der, ja, der war genauso asozial. Na, jetzt wollte ich, glaube ich, sich wieder gerade heilen, ne? Ne, jetzt wollte ich gerade heilen. Ja, okay, so viel Beat haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja, die letzte Phase finde ich ja nicht sonderlich schwer. Es ist ja wirklich die zweite und die dritte vor allem, die da zusetzen. Aber trotzdem auch die dritte, die da hat auch nochmal ziemlich viele KP. Ich weiß echt nicht, ob ich das überhaupt noch schaffe mit dem Level. Das ist wirklich zu hart. Oder mit einem anderen Charakter vielleicht. Obwohl Roxas da, glaube ich, echt schon die beste Wahl ist. Und ja, komm. Ja, aber das kann man gar nicht abwehren. Das ist voll komisch. Aber komm, gleich haben wir sie down. Mann, scheiße. Ja, war doch ein bisschen zu viel des Guten. Das wäre ja geil, wenn man das irgendwie ablocken könnte, dass sie den Angriff gar nicht mehr erst einsetzt, wenn man vielleicht ihr genug Schaden macht oder so. Das wäre richtig praktisch. Aber das wussten die Entwickler. Nö, also in der Story war die so einfach, aber so
Ja, hier so im Herausforderungsmodus, da hast du schon was drauf. Weil wir sind ja gerade jetzt bei der zweiten Phase und im letzten Part sind wir nur bis zur dritten gekommen. Die vierte, wie gesagt, finde ich jetzt nicht so extrem schwer, aber man weiß ja nicht, wie viel KP die dann da bekommen. Ja, das kommt davon, wenn man zu gierig ist. Mann, scheiße. Ach, Mensch. Ich meine Bier. Nur weil ich noch einmal Schaden machen wollte, weil ich zu ungeduldig war, ist das passiert. Naja, und jetzt stehen wir hier. Vor ihr. Und keine Ahnung. Ja, zwar noch mit Heilmöglichkeiten, aber wir können uns keinen Tod mehr erlauben. Ja, sie rastet jetzt hier völlig aus. Den Limitbrecher können wir jetzt auch noch kaum einsetzen. Also ich glaube, das wird nichts mehr. Leider. Oder ich will jetzt echt nur noch auf Magie gehen. Ja, das glaube ich ist das Beste, was ich erstmal mache. Erstmal um mich selbst überhaupt zu schützen. Scheiße, wie die ausrastet. Also die hat mir wohl den Tod in der Story ganz schön übel genommen. Aber Eis ist doch ja, ist okay gegen die. Eigentlich ist jede Magieart jetzt ja relativ gut. Also so macht den gleichen Schaden in etwa. Nur ja, mit der Magie können wir eben noch ein bisschen Abstand schaffen. Weil bei der ist es glaube ich doch ein bisschen krasse physisch zu kämpfen. Also im Nahkampf. Und danach haben wir nur noch Feuer und Magie, haben wir auch nicht mehr ganz so viel. Ich brauche dabei noch so viel Magie. Was man machen muss, ist im Herausforderungsmodus diesen Secret Boss. Also das werdet ihr hier nicht sehen. Nee. Scheiße. Ja. Nee. Ne, ich gebe auf. Ich mache einen anderen Boss zuerst. Wir könnten das hier ruhig machen, aber den Secret Boss werde ich auslassen. Also den siebten. Ja, aber Chiron ist mir doch noch ein bisschen zu hart. Ihr habt ja gesehen, also noch nicht mal zur vierten Phase gekommen. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt beim Zuschauen spannend sein wird. Jetzt, ja, wenn ich das jetzt den ganzen Tag jetzt versuchen werde, 10 Parts lang oder so. Und jetzt das dann mal reinzuschneiden, ich glaube, da würde ich jetzt auch ein bisschen zu viel Zeit für aufbrauchen, bis ich das alles, ja, bis ich auch genug gelevelt habe und sowas. Also wie das aussieht, wenn man da Level 70 plus brauchen. Na, ja, komm mal her, du. Ach man, so. Ja, die Schattenbrüche sind auch etwas stärker, jetzt brauchen die ja schon mehr als eine Combo, um besiegt zu werden. Das waren diese Assis, die einen noch so in die Luft wehen, glaube ich. Ach ne, die explodieren und ziehen dann dabei an, genau. Und hier haben wir den. Ja, wegen dieser Message kann ich jetzt keine Magie benutzen, toll. Ne, Magie halt ihn sogar auch. Oder was dann nützt, was nur gegen er schwach ist. Halt ihn auch. Halt ihn auch. Alles halt ihn. Warum auch nicht? Ach komm, aber jetzt ist er... Ja, nice. Ach, das ist zu gut. Wo er sich auch selbst das abwehren kann. Der hat bestimmt so eine Aero-Schwäche oder sowas. Weil er es ja selbst auch einsetzt. Obwohl, der ist auch komisch. Na komm, mach was. Irgendwas. Okay, er jumpt. Ach, das kann er auch noch.
Ja, aber es ist natürlich nicht neu, dass Gegner jetzt ein bisschen länger brauchen, bis sie besiegt sind. Boah. Nein. Oh. Boah. Nicht schnell reagiert, was ein Glück. Oh, das war das Autoblocken. Na komm, mach mal was. Ich habe jetzt ja diesen Konterangriff bei Kingdom Hearts 2, dass man blockt und dann sofort angreift, dass dann direkt so ein Konterangriff kommt, der natürlich viel abzieht. Der war bei Sephiroth sehr nützlich. Nein! Wisst ihr was? Der hat jetzt seine KP zurück, wenn wir gleich wieder zurückgehen. Ist das nicht schön? Aber komm, die mache ich jetzt mit Feuer. Feuer ist nämlich besonders stark gegen die. Ich glaube, die kann er nur am Linken lassen, höchstens. Aber ich sollte die jetzt erstmal nicht kommen. Okay, ich habe sie dazu kommen lassen. Mach's aber nicht, ich werde die weiterhin verbrennen. Ich soll ein bisschen sparsamer sein mit der ganzen Magie. Weil viel haben wir nicht. Haben wir jetzt alles in die Heilung da investiert. Und ich glaube, das war auch eine gute Investition. Ach, die waren. Doch, die war einer der Gegner. Das schon, wie sie jetzt noch nicht mal der richtige Gegner wäre dann. Och. Wer ist hier nochmal? Da war so ein Mega-Schatten durch, oder? Ja, sehe ich schon da unten. Ach, da ist er ja. Der lässt halt auch nicht seine Kombos zu Ende machen. Penner. Ja, und dann natürlich hat der KP ohne Ende. Boah, Blitz zieht den ja viel ab. Das ist ja geil. Guck, wie ist Eis so? Ja, auch bemerklich. Aber trotzdem, ich muss das alles sparen. Da kriegt ja auch keine Truhen hier, dass man jetzt nicht eventuell noch einen Äther finden kann. Das ist auch natürlich gemein. War ein sehr guten Critical. Ja doch, aber in der Luft kann man ganz gut den killen, auch ohne Magie. Das geht ja trotzdem noch ziemlich zackig. Ja, nur er will immer wieder Zeit schinden. Weil er weiß, dass ich die Pass nicht so lang machen will. Deswegen kämpft er extra so defensiv. Boah. Boah, scheiße, ich hätte schon fast außer den Limit-Sprecher eingesetzt. Das wäre jetzt nämlich nicht so geil gewesen. Ja, kämpfe ich nochmal am Ende nochmal gegen den ganz oben. Sonst haben wir hier noch was. Und da gab es hier nicht diesen. Ach, der! Ach. Ah, der hat auch mal so viele KP gehabt. Der wird auch kein Vergnügen sein. Weil, obwohl nicht so viel hat er nicht, aber der hat eine verdammt hohe Verteidigung. Ach man. Doch, bei dem werde ich auch einen Limitbrecher benutzen. Weil der eben so viele KP hat. Und auch noch, ja, noch so viel, was man da eben angreifen kann. Also bei dem werde ich schon einen Großteil des Limitbrecher-Vorrats aufbrauchen. Also, der ist eigentlich auch so ziemlich, ja, fast der stärkste Gegner, den man hier auch trifft. Das ist von denen, den man besiegen muss. Und den Rest noch für Invictor und den am Anfang noch. Ah, sehr schön, Critical.
Ja, doch, das glaubt eigentlich, dann ist gut. Der Kampf, der ist okay. Muss erstmal nur, ja, die Hände erstmal komplett kaputt kriegen, dass das auch so einfacher. Und die Füße, die kommen auch schon immer näher. Und da setzt er sich wieder zusammen. Ach, die Hand ist schon wieder nachgewachsen, oh. Ja, komm, jetzt steht er wieder. Also hier ist echt das Beste, den dann anzugreifen und vor allem mit dem Lebensbrecher, wenn er dann am Boden liegt. Es wird auch langsam mal wieder Zeit dafür. Ja, komm, mach mir noch ein bisschen Schaden. Hm, toll, ist er automatisch geblockt. Ja, doch, sehr gut. Jetzt muss ich ihn dazu bringen, ja, zu fallen. Ach, Mann. Ja, komm, es muss doch mal langsam wieder runterfallen, oder? Ja, doch, wollte ich gerade sagen. Da muss ich doch mal zerlegen. Und jetzt kriegst du auf die Fresse. Ich habe es keinmal getroffen, oder? Oder ganz. Stimmt, ich habe es so ganz wenig getroffen. Wie mies. Weißt du, es ist halt die Hand nicht mal komplett kaputt machen. Ja, ich glaube, mit dem Nebelrechter hätte ich größtenteils halt nur die andere Hand kaputt gemacht. Ja, komm her. Das kann er wenigstens mit den Händen nicht mehr nerven. Also ich kann jetzt öfter auch noch angreifen. Ja, dafür nervt er mit den Füßen umso mehr. Ach, weißt du was? Bumm, noch eins. Ist mir jetzt sowas von egal. Ob ich jetzt gar nicht geachtet habe, ob ich eigentlich normalerweise immer achten würde. Kriegst du überhaupt die Erfahrungspunkte gut geschrieben irgendwie? Wenn ich jetzt auch verlieren würde oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Ach nee! Toll, dann wird dem 1 KP noch übrig. Nee, ey. Das ist ja richtig lame. Das war auch so eine Art Trotzkopf. Ja, obwohl, ach, die muss ich eigentlich gar nicht mehr kaputt machen. Da muss ich nur wieder zusammensetzen, dass ich den Kopf noch einmal treffen kann. Tatsächlich, ey. Einmal nur noch. Jetzt hat ihn. Hä? Jetzt hat ihn gar nicht mehr. Jetzt ab. Oder muss ich jetzt die Füße zerstören, damit ich überhaupt wieder irgendwas angreifen kann? Naja, erster ist weg. Tatsächlich muss ich Füße einfach komplett zerstören. Ach so, jetzt weiß ich, woran das liegt. Man muss einmal alles zerstört haben, damit man den komplett besiegen kann. Deswegen. Das war wohl nur so, falls man trotzdem vorher den angreift. Weil die Ersteller wohl wollten, dass man ja den Kopf kaputt macht. Denke ich jetzt mal. Oder? Obwohl, nee, jetzt habe ich noch. Ja, nee. Tatsächlich, der kriegt keinen Schaden, weil ich das mache alles kaputt machen muss wohl. Na gut, wenn es so ist, dann mache ich das mal. Und. Ja, so. Ach komm, jetzt müsste es doch klappen, oder? Ja, komm, er ist down und tschüss. Och, und so schnell gehen schon 24 Minuten eines Parts um. Ich hatte mich halt über nochmal.
Ja, Limitbrecher haben wir kaum noch. Es stehen noch, ja, wir haben das die Hälfte geschafft. Es stehen noch drei Bosse bevor. Und darunter eben dein Victor und der Typ da auf dem Dach. Und wer ist noch übrig? Welchen Boss haben wir denn noch nicht besiegt? Ich glaube, da gab es noch einen Wächter oder was gab es da noch für einen? Da gab es noch so einen Assi. Ja, so einen Assi noch. Egal, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich würde sagen, ja, machen wir jetzt hier Pause und dann gucken wir im nächsten Part, ob ich die Mission schaffe. Wenn ich sie nicht schaffe, wäre es traurig, weil ich dann nämlich 1,5 Part lang nichts geschafft hätte. Naja, hoffen wir eben mal. Dann sehen wir uns dann im nächsten Part dann wieder. Bis dann, Leute, und ciao.